Ja, guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern und erzähle gern von dem, was ich so im Alltag in meiner Praxis lerne. Ist ja der Arzt, lernt nie aus, oder? Auch sonst lernen wir ja nie aus. Aber besonders in der Medizin ist es doch so, dass man immer mehr nicht unbedingt neue Dinge feststellt, aber man erkennt, dass das immer eine gewisse Richtung hat und man versteht die Dinge besser. Und ich sehe mich selbst als Arzt in meiner Praxis ein Lehrling und lerne aus der Erfahrung mit den Patienten. Ich bin kein Arzt, der aus Büchern lernt. Das mag für manche ein Nachteil klingen. Aber ich bin jemand, der lernt aus dem, was ich selber am Patienten selbst erfahre. So, wenn ich das so erkläre, was ich Ihnen heute Abend und morgen und übermorgen sagen werde, dann sind das Dinge, die ich aus dem Alltag, aus dem ärztlichen Alltag gewonnen habe. Und die mir selber die Dinge verständlich gemacht haben. So, wir wollen über drei krankmachende Faktoren sprechen an diesem Wochenende. Einmal über den Stress, über die Angst und über die Konflikte. Ich habe es so das krankmachende Trio genannt. Und es ist krankmachend in aufsteigender Form. Ja? So, das Schlimmste kommt am Sonntag, was am meisten krank macht. Ja? Aber wieso können Stress, Angst und Konflikte krank machen, körperlich krank machen? Wieso ist das überhaupt möglich? Ich hatte heute Morgen einen jungen Mann in meiner Praxis, kam das erste Mal. Und er hatte einen Husten, einen Reizhusten seit Dezember. Und er war bei einem anderen HNO-Arzt schon gewesen und er war nicht so zufrieden, weil er war 5 Minuten drin und kam nicht weiter. Er war natürlich wegen seinem Husten und seiner Atemnot, die ja immer schlimmer wurde in den letzten Wochen, auch bei anderen Ärzten. Er war beim Lungenfacharzt, hat die Lunge geröntgt bekommen. Das alles war in Ordnung. Und ich gehe nicht nur auf ein Symptom ein, wenn ich einen Patienten habe, sondern ich versuche immer zu schauen, was sagt der Körper insgesamt. Und dann hatte der junge Mann 2 Bandscheibenvorfälle gehabt in seinem Lendenwirbelbereich mit 18 und mit 25. Er hatte auf ins rechte Bein. Er hatte seit etwa 10 Jahren eine Magenstörung, eine Reflux-Ösophagitis. Das heißt, Magensäure kommt hoch. Und dann nimmt er hin und wieder Tabletten ein, dass das weggeht. Und dann hat er noch ein Problem mit seinem rechten Knie seit 2 Jahren. Und vor 8 Jahren hat er seine Mandeln entfernt, weil sie ihm Schwierigkeiten machten. Und jetzt hat er eben seit 5 Monaten diesen Husten. So, gesamt gesehen, was macht den Mann krank? Der Abstrich, der der andere HNO-Arzt abgenommen hatte, war einwandfrei, keine pathologischen Keime. So, was soll er tun? Wo kommt seine Krankheit her? Kann man wissen? Kann man es erkennen, woher das Ganze entsteht? Oder müssen wir raten? Ja. Und umso jünger ein Patient ist, hat er manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, dass seine Denkweise ihn krank machen könnte. Und
ihm das den Husten bereiten könnte. Das ist sehr ungewöhnlich. Und als ich ihn versuchte und ein bisschen ansprach auf seine Stressgeschichten, weil wir können ja alles mögliche Stress nennen und leider ist dieses Wort so allgemein, dass es nicht spezifisch ist, wobei ich möchte ihm heute Abend dennoch ein bisschen einen spezifischen Wert geben. Aber wir nennen ja allgemein alle Not irgendwie einen Stress. Und sicherlich sagte er mir, ja, es war Konflikt mit dem Arbeitgeber und der war da, eine Störung in der Beziehung mit der Frau oder mit der Frau, ich weiß es nicht mehr genau, war er verheiratet, war gewesen. So, es waren Faktoren. Aber er hatte große Schwierigkeiten, wirklich die Faktoren, die äußerlich sind, sie als krank machen zu sehen. Dass sie ihm seinen Körper krank machen. Und das war auch für mich als Arzt, als ich vor 9 Jahren anfing und immer mehr und mehr diese Dinge betrachtete im Menschen, am Anfang nicht so einfach zu, es ist irgendwie klar zu machen, festzustellen. Aber ich musste mich letztendlich von der Realität überzeugen. Und es geht nicht umher. Der Mann hat eine Krankheit, er hat einen Hustenreiz. Und die Krankheit entsteht nicht wegen seiner Umwelt, oder? Macht ihn seine Umwelt krank? Wie entsteht die Krankheit? Kann er etwas? Wen muss ich behandeln? Seine Umwelt oder ihn? Wo muss ich in die Situation kommen? Wo muss ich ansetzen? Weil wenn ich die Umwelt behandeln muss, dann muss ich mich um die Umwelt kümmern. Aber kann die Umwelt nichts für seine Krankheit, dann muss ich ihn versuchen zu zeigen, wo das Problem liegt. Und deshalb bin ich auch unterwegs und versuche, diese Vorträge zu machen, weil ich dadurch immer wieder gefordert werde und selber daraus lerne. So, wir haben also eine Situation, die wir vorfinden, dass der Mensch mit seiner Umwelt nicht zurechtkommt. Aber es ist nicht die Umwelt, oder? Ist es die Zeit, die uns Stress macht? Ja oder nein? Das heißt, wenn ich das hier als Mensch bin, und ich bin natürlich in einen Rahmen gesetzt, ich kann ihn, ja, das ist die Zeit. Keiner kann außerhalb der Zeit leben, deshalb ist es immer schwierig, die Zeit irgendwie zu malen. Aber ich habe um mich herum nicht nur die Zeit, ich habe auch Umstände. Die Umstände können materieller Natur sein. Es kann irgendein Sturm sein, der mein Haus verbrennt oder was, ja, irgendwelche Katastrophen sein, die Umstände. Aber ich habe um mich herum auch andere Menschen. So, ich habe also eine Beziehung zu meinen Umständen. Ich habe eine Beziehung zu den Menschen und ich habe natürlich auch eine Beziehung zur Zeit. Und die große Frage ist, sind Umstände das Problem oder bin ich das Problem? Ja, und ich habe natürlich versucht und bin immer noch dabei, es so klar zu machen, auch in meinem Kopf, wie ich die Dinge am besten definiere, weil man braucht ja Definitionen für sich selbst und dann kann man es auch anderen geben. So versuche ich, diese Problematik, mit der wir uns
tagtäglich begeben, in diese drei Kategorien aufzuteilen. Und sage mir, das eine, was uns krank macht, wo wir am letzten Abend sehen werden, sind die Konflikte mit den Menschen. Aber ist es wirklich der andere, der mich krank macht, oder mein Konflikt mit ihm? Ich würde den Stress nennen, den Konflikt mit der Zeit. Das ist der heutige Abend. Mehr. Und wenn ich einen Konflikt mit den Umständen habe und sie nicht richtig kalkuliere, dann produziert das Angst. Aber ihr seht, das ist ganz schwierig irgendwie zu klassifizieren, weil man kann Angst vor Menschen haben, Angst, ja, die Dinge spielen überall, irgendwo gehen sie übereinander oder ineinander über. Deshalb, einfach aus didaktischen Gründen, müssen wir es ein bisschen separieren, um ein bisschen Ordnung zu kriegen in unserem eigenen Kopf. Aber ihr werdet sehen, die Grenzen sind nicht einfach abstechbar, sie sind fließend. So, Stress. Es gibt keine wirkliche Definition für Stress. Und manche Autoren, die über Stress schreiben oder reden, die sagen, es gibt guten Stress oder positiven Stress und negativen Stress. Das ist natürlich so, wie wenn ich sage, es gibt gutes Gift und schlechtes Gift. Ja? Und für mich ist immer sehr schwierig, etwas, was in sich gut ist, auch böse zu machen oder ja, und umgekehrt. Ja, also deshalb versuche ich eine Definition zu haben, die durchgängig zu dem passt, was es ist. So, wenn wir meinen, was wir mit positivem Stress meinen, verstehe ich natürlich in dem Sinne, dass wir denken, wir brauchen Beschäftigung. Brauchen wir? Ja? Und es ist auch gut, dass jemand beschäftigt ist. Ja? Nur schlecht ist es, wenn man am Abend da ist und dann klagt über den Tag, weil es zu viel war. Anstelle, dass man sich freut, dass man so viel geschafft hat. Reicht das so? Zwei Ansichten, die man haben kann vom Tag. Und sehen kann man mal effizient. Der eine klagt und sagt, naja, war zu viel. Dabei hat er alles geschafft, das ist doch wunderbar. Und so, dieser Faktor der Sicht, wie ich die Dinge sehe, ist der entscheidende. So, Beschäftigung brauchen wir. Wenn wir keine Beschäftigung haben, ist das sehr schlecht und führt zu Schwierigkeiten und zu Krankheiten. Ja? Glaubt ihr, Arbeitslose sind mehr krank wie Arbeitende? Ja? So rein, glaube rein statistisch, es ist nicht der Bewegungsmangel. Es ist, dass man irgendwo an Sinn mangelt. Ja? Wir brauchen einen klaren Sinn und wir müssen etwas tun. Und jemand, der arbeitslos wird, weil er und arbeitet gern, der wird krank. Ja? Oder kriegt irgendetwas. So, deshalb, das, was wir manchmal mit positivem Stress nennen, ist gar kein Stress, es ist eine Notwendigkeit. Wir müssen etwas tun. Ja, wir müssen uns bewegen, wir müssen arbeiten, das macht Freude. Und ich denke, wir haben lange gewartet auf den Frühling, oder? Dass wir endlich in den Garten können, die Garten haben, oder mal wieder rausgehen, weil es war immer die ganze Zeit so kalt und man konnte nicht wirklich was draußen tun. Also es gibt das, was wir Beschäftigung nennen, ist natürlich immer positiv und ist gut. Deshalb würde ich Stress in die negative Seite tun, nämlich wenn etwas meinem Körper schadet. Physiologische Bewegung schadet nicht. Aber nicht physiologisch, das heißt nicht lebensgerechte Bewegung
schadet. Ja? So, da würde ich die Linie ziehen. Das heißt, mache ich eine Übung, die meinem Körper stärkt, ist es eine Übung. Aber mache ich eine Übung, die meinem Körper Schwachheit zufügt, weil sie zu stark ist, also überdosiert, über die Grenze des Körperlichen hinaus, dass er noch gut funktioniert, dann zerstöre ich damit Zellen und den Körper. So bin ich außerhalb der Grenze. Ich nenne, in meinen vorigen Vorträgen habe ich das versucht zu erklären, dass das Leben in einem klaren Gesetz liegt. Und befinden wir uns innerhalb dieses Gesetzes, muss der Mensch gut funktionieren. Nur wenn wir uns außerhalb befinden, ist es schlecht. Ja, wir haben also, ich nehme das Beispiel der Temperatur, wir alle brauchen eine gewisse Temperatur. Und wir wissen, unsere Zellen funktionieren am besten bei 37 Grad. So ist es doch entscheidend, dass ich weiß, ich brauche diese Temperatur beizubehalten. Ich kann nach oben, nach unten mich schädigen. Und genauso ist es auch mit der Arbeit, mit dem sogenannten Stressaufwand. Ich muss mich bewegen, aber ich kann in beide Richtungen gehen. Ich kann zu viel tun oder zu wenig tun und habe dadurch meine Not. Und manche, die nichts zu tun haben, haben hier ihren Stress, weil sie nichts zu tun haben. Und andere haben, weil sie zu viel haben, ihren Stress. So, und sind dort in ihrer Not gefangen. Und ich möchte natürlich dem Menschen helfen, dass er da rauskommt. Weil er ist ja gefangen außerhalb oder in sich selbst. Das heißt, er selbst tut es sich ja an. So, das ist der schwierigste auf den ersten Blick, was der Patient, wenn er zu mir kommt, verstehen muss, ist, dass er durch eine Fehlkalkulation seiner Umwelt sich selbst krank macht. Das schockiert manchen Patienten, ich will ihn aber nicht schockieren. Aber ist er ein Opfer seiner Umstände, dann wer soll ihm helfen? Alles, was ich tun kann, ist ein paar Tabletten geben oder irgendwelche Behandlungen, ihn zu die Symptome kleiner zu machen, aber ich löse ja seine Not nicht damit. Und wenn er noch ein junger Mensch ist, ja, mit 29, 30, du bist krank, oder wenn ich, habe ich zurzeit eine junge Patientin, sie ist nicht einmal 20, und sie hat ein schlimmes Rheuma und geht von Klinik zu Klinik mit ihren Schmerzen. Er soll ihr helfen. Warum ist sie krank? Wo entsteht das? Wie ist es die Umwelt? Oder ist es eine Fehlkalkulation, die ich selber an den Tag lege gegenüber der Umwelt? So, das ist die große Herausforderung, aber es ist auch die große Chance. Weil bin ich selbst, kann ich was ändern. Bin ich nicht selbst, bin ich Opfer, kann ich nicht ändern. So, dass wir uns aufgrund der Fehleinschätzung der Umwelt uns krank machen, ist doch gut, dass wir es erkennen, um es zu verändern. Weil wenn ich es bin, wenn es meine Gedanken sind, dann kann nur ich etwas tun, um nicht mehr krank zu sein. Und als Arzt kann ich nicht helfen. Ich kann ihm nur zeigen, wo das Gesetz ist, wo die Regelmäßigkeit ist, weil die kann und wird niemand ändern. So, kommen wir zu dem Punkt des Konfliktes mit der Zeit. Sind Sie mit der Zeit in Konflikt? Das heißt, gibt es Druck? Hat man mehr auf dem Plan, wie man schaffen kann? Was glaubt ihr, wer sind mehr gestresst, die Frauen oder die Männer?
Ja, also es ist erstaunlich. Ich denke, dass man das so beobachten kann. Ja, natürlich sehe ich mehr Frauen wie Männer. Jeder Arzt sieht mehr Frauen wie Männer. Nicht nur, wenn er Gynäkologe ist, sondern auch, wenn er ganz normaler Arzt ist. Weil die Frauen gehen häufig zum Arzt. Denn Männer, die brauchen keinen Arzt. Nicht? So. Die sind etwas gesünder. Ja? Denken sie manchmal. Aber ich habe immer den Eindruck, ihr Stolz ist ein bisschen zu groß, dass sie es zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Ja, eine Frau braucht eher die Hilfe wie ein Mann. So, sie geht deshalb und sucht es. Aber insgesamt sagt man ja der Frau nach, dass sie Multitask ist. Das heißt auf Neudeutsch, sie will mehrere Dinge auf einmal tun. Ja? So, sie kann kochen, gleichzeitig telefonieren. Und was kann sie noch? Das ist, ja, wenn sie bügelt, muss sie was anhören, anschauen. So, das ist, sie fühlt sich fast nicht wohl, wenn sie nicht zwei Dinge auf einmal tut. Ja, so, das ist so ein. Und ich als Mann, ich bin dankbar, dass ich ein Ding nach dem anderen tue. Ja, und. Ja, ich habe wirklich Schwierigkeiten, also ich verstehe das nicht. Ich persönlich bin sehr, sehr einfach. Ich kann auch mich in Gedanken nicht auf, ja, sagen jetzt das und das. Ja, so, es muss einfach eine Ordnung haben. Habe ich eins abgehakt, kommt das Nächste. So, und woran das auch immer liegt, es muss korrigiert werden, denke ich. Ob jetzt die Frau mehr verführt ist, mehr zu tun, als sie kann, oder der Mann spielt nicht so die Rolle. Ich denke, wir alle müssen sehen, wie viel können wir? Wie viel ist möglich? So, der Konflikt mit der Zeit. An sich sollte man keinen Konflikt haben mit etwas Festem, oder? Mit etwas Festkalkulierbarem. Ist die Zeit festkalkulierbar? Ja. Ja oder nein? Ja, also verändert sie sich? Oh, sie verändert sich nicht. Obwohl manche Relativitätsleute kommen und sagen, die Zeit verändert sich. Aber die Zeit ist konstant. Wir haben die 24 Stunden des Tages, wir können das nicht ändern. Ja, so die Zeit ist eine Konstante. Das heißt, da könnte man sich an ihr doch immer orientieren, ohne in Not zu kommen. Aber wo, denken Sie, ist das Problem, dass wir in Konflikt mit der Zeit kommen? Und das Problem, dass wir in Konflikt mit der Zeit kommen, ist, dass wir die Konstante oder das, was fest ist, an etwas binden in unserer Assoziation, das nicht fest ist. Ja, zum Beispiel sagt jemand, Zeit ist was? Ist Geld. So, Zeit ist konstant, oder? Und Geld? Ist Geld konstant? Nein, so ist eine Variable. So, wir haben also die Zeit, die ist konstant, aber wir binden die Zeit, ich weiß nicht, wie es am besten aufschreiben soll, an Geld. Okay? Wir binden die Zeit an Geld. Wie sollen wir sie dann kontrollieren? Ja? Gibt es viele Probleme, wenn jemand Zeit investiert hat und dafür kein Geld bekommt? Ja? So, wir binden etwas Konstantes an etwas völlig Inkonstantes. Aber wir kamen hierher unterwegs und wir sind ziemlich spät losgefahren, weil ich noch auf Hausbesuch musste, bevor
ich wegkam und es waren so dringende Fälle, bin der einzige Heilarzt in meiner Gegend, der Hausbesuche macht, nach Hause geht. Das liegt an dem Umstand, weil bei mir kein Aufzug ist und weil mein Vorgänger das auch gemacht hat, so habe ich das übernommen. Und es lohnt sich nicht rein finanziell, ja, wegen irgendeinem Patienten 5 oder wie viele Kilometer zu fahren und ihn zu besuchen und dann ja, wieder wegzukommen. So, wir kamen etwas spät los, aber ich hatte keinen Stress, weil ich seit vielen Jahren keinen Stress mehr wirklich habe. Ich kann etwas nicht berechnen, aber ich kann berechnen die Zeit, die ich habe. Und wir können die Zeit auch an ein Ziel binden. Ja? Und das Ziel war ja hier, dass wir pünktlich ankommen. Ist das Ziel berechenbar oder variabel? Ja? Wir wollen zwar ankommen und wir wissen, wir müssen um 19 Uhr ankommen, aber der Weg, den wir dafür brauchen, der Verkehr, ist kalkulierbar oder nicht? Nicht wirklich. Ja, man denkt manchmal, abends sollte man keinen Stau haben. Ab 10 Uhr sollte es wirklich auf der Straße frei sein. Aber es passiert, dass man plötzlich abends, man denkt, nie, wie soll abends ein Stau? Aber es passiert ein Unfall, Autobahn wird vollgesperrt und mir schon passiert, war mit meinem Jungen im Auto, habe gesagt, okay, ich lege mich jetzt schlafen und jemand wird ja auf mich wecken, wenn der Stau vorbei ist. Ja. Wird ja hupen. Und so haben wir uns beide schlafen gelegt im Auto. Und es hat eine Stunde war der Stau. Und dann hat jemand uns geweckt und dann sind wir weitergefahren. So. Das ist nicht kalkulierbar. Und da brauche ich jetzt eine klare Wertung, wie ich damit umgehe. Weil wir haben, weil ich ein altes Navigationsgerät habe, nicht die Westausfahrt genommen, obwohl ich es vom letzten Mal noch wusste, sondern die Ost. Ja, so ist ein bisschen Umweg gefahren. Und wisst ihr, wie man den Stress merkt? Man merkt ihn an einem Gefühl. Nicht wahr? Man merkt Spannung. Und wenn man Spannung merkt, das Gefühl ist die Antwort des Körpers auf eine, sage ich, eine Fehlkalkulation des Geistes. Ja? Und ich habe es wirklich gespürt, weil ich habe noch gesagt, wir müssen West ausfahren. Aber als wir an der Ausfahrt waren, dachte ich, naja, Ost klingt auch nicht so schlecht. So, so sind wir einfach weitergefahren. Und als wir dann merkten, aha, wir sind auf dieser neuen Autobahn, die nicht mehr in unserem Navigations ist, dann wussten wir, die andere Ausfahrt war die richtige. Und dann merke ich in mir einen Druck. Ja? Und dieser Druck sagt mir, irgendwas ist nicht richtig. Was ist nicht richtig? Die Art und Weise, wie ich mit diesem Umstand jetzt umgehe. Weil ich kann ihn nicht mehr ändern, kann ich ihn? Aber was mache ich mir? Stress. Ich mache mir ein ungutes Gefühl. Und ich denke, dieses ungute Gefühl muss nicht sein, oder? Muss es sein? Nein. Aber warum bin ich dann doch gebunden und denke, warum haben wir nicht West genommen? Ja? Warum macht man sich dann den Vorwurf? Ja? Und ist in dieser Not. So, ihr seht, obwohl die Zeit eine feste Konstante ist und wir in der Zeit leben und sie sich nicht verändert, haben wir dennoch Dinge, die wir an die Zeit binden, die sich verändern. Und diese Dinge müssen wir so kalkulieren,
dass sie uns nicht krank machen. Aber um das zu wissen, müssen wir auch ein bisschen wissen, wie ticken wir denn als Menschen? Wieso macht uns das eine Not, wenn wir die Ausfahrt verpassen und sozusagen in Zeitnot sind? Ja? Besonders, wenn ich fliegen muss und ich war neulich in Berlin und musste zum Flughafen. Es waren noch 3 Kilometer bis zum Flughafen, aber mein Navi sagte 23 Minuten. Ja? Und es war, was war es, kurz vor 8 und der Flug ging 8.45 Uhr und man muss ja bis 8.15 Uhr spätestens sein Gepäck noch abgegeben haben. Ja? So, was tut man jetzt? Sagt man, oh, es wird schon gut sein. Ich nehme den nächsten Flug. Oder macht man sich Druck? Ja? Und sagt, wo kann ich jetzt aus dieser Dreierreihe irgendeine Abkürzung nehmen oder wo kann ich raus? Aber ihr könnt nicht wirklich auf dem Weg dort nach Tegel einen Ausweg haben. Ja? So, wie kann ich es vermeiden, dass ich dann nicht unter Druck komme? Weil wenn ich unter Druck komme, was mache ich? Mache ich Fehler? Ja? Und stellt euch vor, man ist im Stau und man ist unter Druck und man sagt, ich nehme jetzt eine Abkürzung oder ich fahre raus und dränge mich und mache einen Unfall. Wird der Stress mehr? Ganz klar. So, ihr seht, wenn man einmal einen falschen Schritt macht, kann es sein, dass der nächste noch schlimmer wird. Und so verwickelt man sich in eine Sache, wo es dann schwierig ist, rauszukommen. Aber warum? Das ist die Frage, warum müssen wir wirklich ans Ziel kommen? Warum müssen wir die Zeit einhalten? Ja, warum müssen wir dort sein? Warum können wir nicht sagen, naja, wenn die Umstände es nicht erlauben, bin ich halt nicht dort? Okay? Warum ist das so? Und das, was ich in meiner Praxis am besten finde, herausgefunden habe über den Menschen ist, dass ich weiß, wie er funktioniert. Das heißt, warum entsteht das so in uns? Und das ist das, was ich auf meinen anderen DVDs so ausführlich erkläre. Hier kann ich es nur anschneiden, aber wir brauchen es als Mittel zu sehen, wie das Ganze funktioniert, ist eben dieses Verhältnis zwischen dem, wie wir denken, und unserem Körper. So, ich versuche zu beweisen auf meinen DVDs davor, dass der Mensch ein Wesen ist, das 2 Teile hat. Und es hat einen Geist, der kann kalkulieren, der kann Entscheidungen treffen. Und er hat einen Körper, der folgt und nicht kalkulieren kann. Er muss also tun, was der Geist befiehlt. Und das Große an der ganzen Sache war, dass ich festgestellt habe, Ende 2007, Anfang 2008, dass der Geist des Menschen nur in 2 Polen denkt und in 2 Polen Entscheidungen trifft. Und wenn ihr euch das vorstellen könnt, hier ist der Pluspol, das ist Biologie und das ist der Minuspol, das sind die Zellen. Damit der Geist auf die Zellen einwirkt, braucht er ja eine Verständigung. Und da die Zellen ja nur Plus und Minus haben, ihr wisst es in der Chemie, Atome können nur diese 2 Ladungen haben und eventuell die Nullladung, aber es gibt nicht mehr. Und wir wissen, es gibt nur Plus und Minus auf biologischer Ebene. Aber dass es das auch auf geistiger Ebene gab, wusste ich nicht. Wir denken ja immer, dass die Fähigkeit zu denken ist, überlegen. Aber letztendlich treffen alle Menschen ihre Entscheidung in derselben Art wie jeder andere Mensch.
Ja, es ist also kein Unterschied. So, wenn hier der Geist ist, eine Ebene höher, das bin ich, dann kann er seinen Körper nur lenken, wenn er vom Körper verstanden wird. Und da der Geist ja nicht Plus und Minus denkt, sondern hat einen Gedanken für Plus und hat einen Gedanken für Minus. Und der Gedanke für Plus ist Gewinn. Und der Gedanke für Minus ist Verlust. Und der Geist hat eine klare Richtung, wie er funktioniert, nämlich er muss immer in Richtung Gewinn gehen. Und dafür hat er ein Ja. Will ich Ihnen etwas verkaufen und Sie sehen es als Gewinn, werden Sie es kaufen. Ja? Ja, das heißt, habe ich Sie überzeugt, so viel Geld, wie Sie haben, dass es noch mehr wert ist, wie Ihr Geld, was Sie haben, so werden Sie Ja sagen. Und Sie haben das Ja immer nur für den Gewinn. Aber gibt es etwas, was der Mensch als Verlust sieht? Dafür hat er ein Nein. So, alles, wie der Mensch funktioniert, alle seine Entscheidungen trifft er mit Ja und Nein. Es gibt nicht mehr, es gibt kein Jein. Ja? So, ich muss also immer gewinnen und ich muss Verlust immer vermeiden. So, wenn ich Pünktlichkeit hier als Gewinn sehe, dann was muss ich tun? Ich muss es erreichen. Ja? Und dann wäre ja Unpünktlichkeit was? Ein Verlust. Also den muss ich unbedingt vermeiden. Ja? Und ich habe mich natürlich bei der Fahrt ausgeruht. Das war eine sehr schöne Sache. Und ich habe so halb geschlafen, da kann ich so gut schlafen im Auto, im Sitzen, aber ich merkte, dass der Fahrer schon schön Gas gab, so im Schlaf. Und dachte ich, naja, wir werden gut ankommen. Das heißt also, wir holen die Zeit wieder auf. Ja? So, das heißt, ihr seht deshalb, als wir dann die Westausfahrt nicht genommen haben, sondern die Ostfahrt, war jetzt die Idee, okay, wir hätten ja früher da sein können. Nicht? Und schon, wenn man Nein denkt, wenn man denkt, aua, ich komme in den Verlust, dann kriege ich Schwierigkeiten. Weil der Verlust ist nur da, damit ich ihn vermeide. Denke ich, ich tue was und komme in den Verlust, muss ich leiden. Ja? Aber ihr müsst eins verstehen, es gibt, kann Gewinn schaden dem Körper? Nicht wirklich. Nein, Gewinn kann nicht schaden, solange der Geist Gewinn denkt, auch wenn es die größte Illusion ist. Ja, und wenn er etwas verkennt, wie er es verkennt. Gewinn macht ihn immer froh. Gewinn macht immer gute Gefühle. Kann keine schlechten Gefühle machen. So, und Verlust, was für Gefühle macht es? Druck. Weil ich kann im Verlust nicht sein. Und das sind die zwei Pole. Das ist alles, wie der Mensch in seinem Innersten funktioniert. Und Sie können sich die Werbung anschauen und alles Mögliche. Jeder Mensch wird nur durch diese zwei Dinge gelockt. Entweder wird gelockt, dass er Gewinn hat, oder er wird gelockt, dass er einen Verlust vermeidet durch das, was er tut. Mehr gibt es nicht in der Werbung, weil es mehr nicht gibt. Aber der Mensch weiß nicht, dass er so entscheidet. Er gibt sich nicht Rechenschaft, wie das ist. So, das große Problem jetzt ist, was ist der Wert Gewinn? Weil der Geist muss wissen, was ist Gewinn und was ist Verlust. Ja? Und hier ist, das ist so, ich sage immer, die Steuerung liegt in der Definition von Gewinn.
Und in der Definition von Verlust, was ja das Gegenteil davon ist. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten, Gewinn zu kalkulieren. Es ist entweder bekommen oder es ist geben. Sicherlich wäre dann das Negative nicht bekommen. Verlust wäre nicht bekommen. Und auf dieser Seite wäre Gegenteil von geben, wäre nicht geben oder behalten. So. Gibt nur die zwei Möglichkeiten der Kalkulation. Und ich erkläre euch mal ein bisschen die Geschichte mit meinen Hausbesuchen. Manchmal muss ich eine gewisse Strecke fahren für einen Patienten. Ist das Gewinn oder Verlust? Ja, es kostet Zeit und es kostet Anstrengung. Und was kriegst du dafür? Zu wenig. Das heißt, ich denke, Gewinn ist bekommen. Und ich habe mich selber gefangen, oder gefangen, was heißt, ich habe mich selber gefunden, zu denken, wenn ich jetzt für diese Fahrt 100 Euro kriegen würde, würde ich es noch als Verlust sehen? Und wie würde ich mich fühlen? Gut. Und manchmal bin ich überrascht geworden von meinen Patienten, für die ich dachte, ach, jetzt muss ich zu dem hingehen. Und gerade dort wurde ich überrascht, dass er sagt, ah, hier, Herr Doktor, für die Zeit und so weiter. Und dann steckt sie einem ein bisschen Geld zu. Ja? Oder manche wollen mir immer Alkohol schenken, ich trinke keinen Alkohol. Der letzte Patient hätte zum Glück noch eine Saftflasche im Haus, sagt, aber Saft kann ich doch dem Doktor nicht geben. Sagt, wieso nicht? So, immerhin, wieso, wenn ich Geld für meine Tätigkeit bekomme, fühle ich mich wohl? Und wenn ich nicht genug Geld bekomme für meine Tätigkeit, fühle ich mich schlecht. Warum ist das so? Das heißt, ihr seht, ich tue etwas, weil ich es aus Pflicht tun muss als Arzt, nicht wahr? Aber es bringt mir was. Ja, keine Genugtuung. Und so musste ich mich am Anfang, das war am Anfang meiner Tätigkeit so als Hausbesucher oder Arzt, ich musste mich entscheiden, mache ich das noch weiter oder mache ich das nicht? Meine Kollegen vor Ort sagen, nein, wir machen das nicht. Aber es ist inzwischen bekannt, dass so die Hausärzte, wenn sie einen Hausbesuch wollen, dann sagen sie, ha, rufen Sie den Doktor an, der macht das. So. Aber es lohnt sich nicht wirklich, dass man diesen Weg macht. Es zahlt sich finanziell nicht aus. Also, warum soll ich es tun? Warum soll ich es investieren? Und deshalb ist es so wichtig, was bringt mir den Gewinn? Was ich tue, das Geben, oder was die anderen tun? Ihr seht, hier haben wir das große Problem, dass wir denken, unser Gewinn ist, was die anderen tun. Ja, so geben Sie mir 100 Euro, dann sage ich, ja, wie gut. Aber geben Sie mir keine 100 Euro, dann sage ich, ach, das war jetzt ein Minusgeschäft, nicht? Aber man tut es, weil man denkt, naja, man muss es ja tun. So, ich musste etwas lernen und ich bin sehr dankbar. Und ich tue das jetzt grundsätzlich so, weil ich verstanden habe, Gewinn
ist, was ich tue. Aber schauen Sie, ich werde gerufen, meistens ja zu alten Menschen nach Hause, die nicht mehr richtig laufen können, die auch im Altersheim sind. Und sie haben ihre Ohren verstopft oder was auch immer sie haben, aber meistens sind die Ohren verstopft. Und irgendwann mal habe ich darin einen Dienst gesehen oder einen Gewinn darin gesehen, einem anderen eine Freude zu machen, oder? Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt dieser alte Mensch wäre und ich hätte ein Problem, wäre ich nicht froh, wenn der Arzt zu mir käme und mir helfen würde? Ich wäre es, oder? Und so habe ich inzwischen diese Entscheidung getroffen. Das ist ganz egal, wie weit der Patient wohnt. Natürlich ruft mich keiner aus weiter Ferne auf. Aber ich wohne dort in Weinheim und da gibt es den Odenwald. Und da muss man schon mal ein paar Kurven fahren, bis man an die Häuser kommt. Aber ich habe gesagt, wenn ich die Freude machen kann einem anderen Menschen, dann soll das mein Lohn sein. Ganz egal, ob ich noch daneben die finanziellen Sachen gedeckt sind oder nicht. Auf jeden Fall, wie fühle ich mich? Fühle mich zufrieden. Ja, war eine schöne Fahrt. Ja, so. Ich mache in meiner Praxis meistens, ich bin ja jetzt so in den letzten Jahren beratender Arzt geworden. Man kann aber einen Rat einem Menschen nicht geben in 5 Minuten, kann man? Nicht wirklich. Also nehme ich mir Zeit, so etwa 1,5 Stunden nehme ich für eine Beratung Zeit und ich versuche 3 am Tag zu machen, eine morgens, eine mittags und eine abends. Und es ist eine schöne Arbeit am Abend, manchmal sitzt man, weil es ja eh der Abend offen ist, ja, je nachdem wie der Fall ist, sitze ich dann 1 Stunde, 1,5 oder 2, war auch schon 3, 3,5, wenn es sehr schwierig war. Und dann fragen mich die Patienten, sagen sie, wie können Sie das tun? Wer zahlt Ihnen das? Ja? So viel Zeit haben Sie, Sie haben Ihre Zeit mir gegeben. Und dann antworte ich und sage, ich habe Ihnen keine Zeit von mir gegeben, weil ich habe keine Zeit. Haben Sie Zeit? Gehört die Zeit irgendjemandem? Das ist eines der großen Fehlkalkulationen des Geistes, ist, dass er denkt, er hat was. Ist die Zeit, die ich anwende, meine Zeit? Wisst ihr, warum wir denken, die Zeit ist unser, weil wir sie in Geld kalkulieren. Ja? Jeder meiner Patienten sagt, wenn ich sie einlade zur Beratung und sage, sagen sie, kostet das, zahlt das die Kasse? Sage ich, das zahlt niemand. Es ist nicht bezahlbar. Und dann kommen sie, weil es geht ja ums Bekommen. Ja? Nur, ich habe gelernt, dass die Zeit, die ich gebe, mein Gewinn ist, nicht die meines Patienten. Und damit habe ich einen großen Gewinnpunkt. Ich hätte diese Dinge, die ich über den Menschen gelernt habe, nie gelernt, hätte ich mir die Zeit nicht genommen, mit ihm zu reden. Und hätte ich aber gedacht, naja, Zeit ist Geld. Wenn ich mir die Zeit nehme, dann, und wisst ihr, meine Praxis, dadurch, dass ich diese Zeit mir nahm, was glaubt ihr, ging sie hoch mit Geld oder nach unten? Ja? Und dann hat man eine gute Verwandtschaft und die fragen einen, wie es einem geht, und dann denkt man immer, am besten geht es einem, wenn man was hat? Geld hat, nicht so. Zeit braucht man nicht, aber Geld. Und dann hat man mich immer wieder gedrängt und sagt, verlang doch Geld dafür. Ja, immer wieder höre ich diese
diese Aufforderung. Ich rechne meine Ziffern ab. Aber wisst ihr, es gibt keine Ziffern für Zeit. Vielleicht beim Psychologen, aber nicht beim HNO. Es gab mal früher in den alten Abrechnungen, konnte ich eine Ziffer nehmen für eine Zeit. Ja, Beratung mehr als 20 Minuten. Man kann das beim Privatpatienten in Anspruch nehmen, da gibt es noch die Ziffer für die Zeit. Aber beim ganz normalen Patienten, der von der Kasse kommt, gibt es keine Ziffer für Zeit. Und auch wenn ich sie reinschreiben würde, würde es mir doch nichts bringen, weil alles ist, wie soll ich sagen, festgelegt in unserer Abrechnung. Wir kriegen nicht mehr wie vorgegeben. Ja, und ich musste auch in diesen letzten Tagen eine Verlustrechnung hinnehmen, in einem Quartal von letztes Jahr, obwohl ich ja nicht so viele Patienten habe wie meine Kollegen, weil man die Kalkulation vom vorletzten Jahr nimmt für das andere Quartal als Maximum, obwohl ich eingereicht heute hatte, Patienten für 20.000 etwas, haben sie mir nur 15 gegeben, weil sie sagen, das war so viel ist das Budget, so viel ist das Volumen. Und das kalkulieren sie dir nach dem Vorjahreswert. Das ist eigentlich ziemlich unfair, oder? Wenn man schon wenig arbeitet und dann wird einem auch noch von den wenigen abgezogen. Ich muss euch sagen, ich habe ein bisschen gekämpft mit mir selbst, weil ich habe gesagt, das ist so unfair. Weil dann wird man nicht bezahlt für das, was man tut. Ja, so wie viel es ist. Aber so ist es halt in der Medizin. Es ist alles so ein bisschen schwierig geregelt und so Sachen. Aber ihr seht, das Bekommen steht dann immer wieder im Vordergrund. Warum bin ich nicht froh, dass ich mit so vielen Menschen reden konnte oder behandeln konnte? Warum orientiere ich mich daran an dem Geld? Warum ist das Geld wichtiger wie der Patient? Warum? Weil ich bekommen als Gewinn sehe anstelle geben. Und in meinem Inneren ändert sich das nach und nach, dass ich darin meinen Gewinn sehe, dass ich mit dem Patienten rede. Und dass ich mich freue auf diese Stunde, anderthalb Stunden, auch wenn sie ermüdend ist. Wisst ihr, es ist nicht so eine leichte Sache, sich zu konzentrieren, mit jemandem zu sprechen. Aber es ist sehr, sehr lohnenswert, weil was ich lerne dadurch über mich selbst, ist enorm. Wisst ihr, ich habe den großen Vorteil, dass ich in meinen Patienten mich immer wieder sehe. Und deren Fehler werden mir durch deren ihre Fehler werden mir meine Fehler bewusst, in meiner Art und Weise. Und dann sage ich, wow, das muss weg. In mir hätte ich es nicht gesehen. In meinem Patienten sehe ich es und dann kann ich etwas ändern, etwas tun. So, geben ist Gewinn. Die Zeit sich nehmen für den anderen, um ihm einen Dienst zu tun, ist Gewinn. Es ist nicht Verlust. Deshalb wundern sich meine Patienten darüber, dass ich nichts verlange, weder vom Privatpatienten noch vom normalen Patienten. Weil ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich dem Privatpatienten eine Rechnung gebe für die Zeit, dann ist das nicht wirklich gerecht. So will ich es auch dem Privaten nicht tun. Ich möchte das, was ich tue, muss umsonst sein. Die Beratungen, die ich mache, sind umsonst, weil sie sind nicht bezahlbar. Und sie sind und bringen mir einen Gewinn. Und ich denke auch jedem Patienten, wenn er das, was ich ihm sage, umsetzt. Aber ich muss schauen, dass ich mit der Zeit nicht in einen Konflikt komme. Ich möchte, dass die Zeit, die ich investiere für das Wohl des anderen, muss in sich selbst mir ein Gewinn sein. Und nicht das Resultat davon, ob ich was kriege oder nicht. So. Ich habe dadurch in den letzten Jahren also kaum ein Problem mit der Zeit. Bin also nicht wirklich unter diesem Faktor Stress. Eile, weiß ich nicht, ob ich es mehr und mehr verschwindet es aus meinem Leben. Das heißt, ich versuche pünktlich zu sein, was nicht immer so leicht ist. Aber ich muss daran erkennen,
dass nicht im Bekommen der Gewinn liegt, sondern im Geben. Ansonsten wird mich der Zeitfaktor kaputt machen. Es ist aber nicht die Zeit, die mich kaputt macht, sondern der Faktor, wie ich sie berechne, wie ich mit ihr umgehe. Es gibt natürlich einen anderen Punkt, den ich mit der Zeit erwähnen möchte, den wir gar nicht so wahrnehmen in dem Alltag. Und zwar, für alles, was wir tun, gibt es eine Folge. Wissen Sie das? Alles, was ich tue, gibt ein Ergebnis. Und die Zeit spielt eine wichtige Rolle im Leben eines Menschen, weil die Zeit koordiniert das Leben. Ist es egal, wann man jemanden erzieht? Ja oder nein? Nicht wirklich, ja. Lehrer sagen, es ist nicht egal. Und auch ich sage, es ist nicht egal. Es gibt nämlich eine Phase im Leben eines Menschen, wenn man die Zeit verpasst, hat man Verlust. Und zwar reellen Verlust, weil das kommt nicht so, das Leben, wie es sein soll. So, das Leben selbst, wenn ich hier das Leben eines Menschen aufzeichne in der Zeit, ja, dann gibt es Zeitphasen, die entscheidend sind in seinem Leben, oder? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr die erste, wenn hier Geburt steht und hier Tod, würdet ihr die ersten Jahre als wichtig ansehen? Ja, als wichtig ansehen. Würden sie, wenn wir sie richtig nutzen, viel Stress vermeiden? Enorm viel Stress. Eines der größten Stressfaktoren ist, dass wir die Zeit nicht dann nutzen, wenn sie für das Leben gegeben ist. Weil dann ist sie vorbei und bringt furchtbare Folgen. So, das Leben hat seine Phasen und ich muss schauen, dass ich in der Zeit genau das erfülle, wofür sie da ist. Aber die wichtigste Phase im Leben, die wohl entscheidend ist für das ganze Leben, sind die ersten 3 bis 7 Jahre. Das sage nicht nur ich, aber ich habe mich nicht gerichtet nach dem, was in der Literatur steht. Ich habe selber an meinen Patienten erfahren. Was glaubt ihr, wie viele Krankheiten kommen aus dieser ersten Phase? Die aber nicht hier auftreten. Hier haben wir den Schnupfen und die Bronchitis. Aber wisst ihr, was hier kommt mit 20? Mit 30. So, es ist also etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, wozu wir die Zeit nutzen. Weil sie geht auch vorbei, das heißt, nicht die Zeit, aber wir. Und wir brauchen die Zeit zu nutzen. Jeder Bauer weiß, wenn er nicht in einem gewissen Zeitrahmen seine Sache sät, was passiert? Hat keine Ernte. Weil die Zeit zum Säen ist eine festgelegte Zeit. Und dadurch auch die Zeit zum Ernten und die Zeit zum Wachsen. Und das ist im Leben eines Menschen genauso. Und wenn man im Leben eines Menschen zerstören will, wo würde man ansetzen, dass man sein Leben wirklich ein schwieriges Leben macht? Wenn man diese ersten Phasen verpasst, ich war am letzten Wochenende in Frankreich, in Paris und habe dort eine Familie getroffen und die Frau ist eine junge Frau und Frauen sind meistens intelligenter wie Männer, weil sie müssen etwas leisten, was Männer nicht leisten müssen. Was ist das? Nicht kriegen, Kinder kriegen wäre vielleicht auch für einen Mann noch möglich.
erfordert nicht so viel Intelligenz. Aber ein Kind erziehen erfordert viel Intelligenz und erfordert Ausdauer. Vielleicht haben Sie deshalb das Multitask-System, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nach meinem Vortrag kam sie zu mir, sie hatte ja auch noch andere Vorträge im Internet schon gesehen und sagte, was soll ich tun? Sie hatte eine 4 Jahre Tochter, junge Tochter, und sie war im 3. Jahr Medizinstudentin. Und ihre Tochter, konnte ich beobachten, war nicht die ruhigste. Ja, so, war ziemlich wild und von Oma zu Opa und mal den einen, den anderen. Und man erkennt so gewisse Dinge, wo ein Kind nach Aufmerksamkeit oder wo eine Not herrscht. Sie kam zu mir und sagte, was soll ich tun? Soll ich zu Hause bleiben und mein Kind erziehen? Oder soll ich mein Studium weitermachen? Und ich kann das nicht wirklich beantworten. Aber ich kann einen prinzipiellen Rat geben. Ich kann sagen, wie die Gesetzmäßigkeit ist. Ich habe gesagt, das Studium ist etwas, was mit dem Leben nicht viel zu tun hat. Einverstanden? Das Studium dieser Frau ist etwas, was mit dem Leben nicht wirklich viel zu tun hat. Aber das Kind ist was für ein Leben? Das Leben ist da. Das kann man nicht wegdenken und sagen, naja, wir setzen es noch ein paar Jahre zurück, bis das muss man vorher kalkulieren. Das geht nicht. Und ich habe ihr nur so viel gesagt. Wir hatten nicht lange Zeit zum Reden. Ich habe gesagt, schauen Sie, können Sie berechnen, als Mutter, wie viel Not es gibt, wenn ein Kind mit 14 Drogen nimmt und nicht mehr beherrschbar ist und sich einfach, und du machst dir Sorgen als Mutter über Sorgen, kann die Mutter sagen, naja, mit 15, 16 oder mit 20. Ich habe Mütter, die mit 40, ihre Kinder sind schon 40 und sie sind immer noch sorgenvoll. Ja? Und ich sage mir, macht man in der Zeit das Richtige, hat man auch in der Zeit die größten Erfolge. Ja? Dann der Bauer, der kümmert sich um sein Land, weil er weiß, er hat sonst keine Ernte. Aber der Mensch ist nicht so klug, dass er sagt, okay, mein Kind braucht jetzt Erziehung. Wisst ihr, Kinder wachsen wie Unkraut heute. Das heißt, sie werden nicht gesteuert. Und das ist wirklich so. Man denkt, naja, wenn sie älter sind, dann werden sie schon, ihr Verstand kommt, dann wird alles gut. Ja, und ich mache ja bei mir in der Praxis ein Experiment zurzeit. Meine Helferin hat ein Kind gekriegt vor einem Jahr und eineinhalb und sie wollte, nachdem sie ihr Mutterschutz zu Ende war, arbeiten kommen. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht empfehlen, lieber zu Hause bleiben mit dem Kind. Nein, sie will kommen. Und weil ich ja beraten Arzt bin, habe ich gesagt, okay, wir können einen Kompromiss machen. Sie kommen mit dem Kind. Ich richte ein Zimmer hier ein, neben meinem Zimmer, haben alles rausgemacht und Kinderzimmer gemacht. Und weil dadurch, dass ich beraten habe, kann sie ja auch sich ums Kind kümmern und auch ein paar Telefonate führen. Also das heißt, es ist nicht so eine stressige Sache, die meine Helferin hat bei mir. Wenn man es so mal so sagen will. Und so kommt sie mit dem Jungen. Und ich muss sagen, es ist auf der einen Seite eine Herausforderung. Der Junge hat dort in der Praxis laufen gelernt, nicht? Er ist ein Junge. Sein Geist ist aktiv. Nicht? Alle Kabel, die er sieht, muss er. Und er geht in die Ecken, wo man nicht will, dass er hingeht. Und da habe ich gedacht, naja, wie kann man dem beibringen? Das ist sein Bereich, das ist mein Bereich. So, dass man das tut. Ja, man muss das früh tun. Ja? Und passieren dann so Dinge, wenn man nicht aufpasst. Der Junge, der geht und
Ja, du musst ja hinter dem stehen, du kannst ja nicht anbinden. Aber ich versuche das zu schauen, wie sich das entwickelt. Und möchte der Mutter nicht den Antrieb nehmen, auch etwas anders zu tun. Aber ich hoffe natürlich und ich denke, das wird so sein, dass sie bald wieder schwanger wird. Und dann hat sie ihr zweites Baby, dann kann sie eh nicht mehr mit zweien in die Praxis kommen. Und so wird sie dann als Mutter zu Hause sein. Ja? Weil es ja nicht gut mit einem Kind nur. So, weil ich denke, das ist so normal und gut, dass man nicht nur ein Kind hat, ja, weil man schon die Möglichkeit hat, mehrere Kinder zu haben. Und so für mich ist das eine schöne Zeit. Ich denke, es ist eine vorübergehende Zeit und auch ich lerne ja, sehr viel davon. Ja, weil wir haben zwar keine eigenen Kinder gehabt, wir haben Pflegekinder, 6 hochgezogen, aber die kleinste war 7. So habe ich diese Zeit gar nicht so mitgekriegt. Und so denke ich, das ist auch eine gute Chance für mich, auch diese Zeit ein bisschen so aus nächster Nähe zu betrachten. Aber ein Kind braucht seine Mutter. Und ich sehe, wie der Kleine, wenn sie mal hört und tut ihn in sein Zimmer nur, ja, hat einen Haufen Spielzeuge dort. Aber was will er? Was braucht er? Er braucht die Mama. Und dann hat er eine Methode entwickelt. Er weint nicht wirklich, also ganz selten weint er. Aber er schreit so laut, es geht. Also er bringt Töne hervor. Und dann, dass ich manchmal die Tür aufmache und sage, Malte, sei ruhig, ruhig. Und dann sieht er mich und zack, wieder zu mir, bis er kommt, mache ich die Tür zu. Ja, natürlich schreit er lauter, ja. Was will er? Will er spielen? Wisst ihr, wann er am besten spielt? Wenn seine Mutter daneben sitzt und vielleicht ihm noch ein bisschen das zeigt und so weiter, dann ist er ruhig, dann ist er gelassen, dann läuft alles gut. Eines der größten Schwierigkeiten, weshalb wir heute so viele Krankheiten haben, ist, weil wir die Zeit der Kindheit nicht nutzen. Das heißt nicht, dass man später nicht auch noch gewisse Sachen wieder gut machen kann. Ich denke, so manches kann man zwar mit Verlust, aber man kann es vieles reparieren. Aber das Leben würde ganz anders laufen. Würde man die ersten 7 Jahre bis 10 Jahre wirklich nutzen, um zu erziehen, um etwas beizubringen. Ja? Und ich habe Kinder gesehen, die mit 2 schon lesen können. Ja, das heißt, sie. Und ich finde das gut, weil das Gehirn des Kindes ist so ausdehnbar in dieser Kindheit, dass ihr das gar nicht vorstellen könnt. Es kann mit 3 Jahren 3 Sprachen können, mit 6 Jahren 6 Jahren 6 Sprachen. Macht ihm nichts aus. Ist alles möglich. Aber man muss es tun mit ihm. Man muss es erziehen. Und das ist ja nur eine Leistung letztendlich. Das ist nicht das, was letztendlich zählt. Aber was zählt, ist die Ausgeglichenheit. Die Fähigkeit, Dinge zu tun, sich zu kontrollieren. All diese Dinge lernt das Kind in dieser Zeit. In dieser Zeit. Wie werden die Kinder in der Schule? Immer ausgeglichener oder aggressiver? Wisst ihr, die Pubertät hat sich verlagert. Früher war sie mit 14. Ja? Wisst ihr, mit wie viel sie jetzt ist? Die Kinder werden zwischen 7 und 9 Jahre schon aggressiv, genauso wie in der Pubertät. Das ist enorm. Warum? Machen die das, weil sie das wollen? Weil sie denken, na, ich will jetzt aggressiv sein? Das ist eine Not. Ja? Und die Ernährung spielt eine gewisse Rolle, aber sie spielt nicht die entscheidende Rolle. Weil wenn die Ernährung die entscheidende Rolle spielen würde, dann müssten wir mit der Ernährung alles heilen können. Aber das können wir nicht. Der Geist spielt die entscheidende Rolle. Das Futter, das der Mensch hat um sich herum. So, wenn wir viel Stress vermeiden wollen als Mütter oder wer auch immer ein Kind hat, dann müssen wir zu seiner Zeit die Dinge tun. Man kann ja auch nicht immer Mutter werden, oder? Vater kann man länger werden. Ja? Aber Mutter kann man nicht die ganze Zeit werden, oder? Bis
40 so. Aber heute werden schon viele Frauen, schon in den 40er Jahren kriegen sie die Menopause. Ja, das heißt, sie werden, kommen in die Wechseljahre. Immer jünger wird das Alter. So. Aber es ist eine Zeitbegrenzung. Und ich sehe viele Frauen im Stress, weil sie sagen, ich will ein Kind und ich bin jetzt 40 und es hat noch nicht geklappt. Ja? Weil sie wissen, die Zeit ist festgelegt, wie lange man ein Kind als Frau kriegen kann. Deshalb der Zeitfaktor ist sehr, sehr wichtig, dass wir ihn verstehen, dass wir die Dinge zu der Zeit tun, wann die Zeit dafür ist. Wir ersparen uns dafür enorm viele Stressfaktoren. Ich habe dieser Mama gesagt, du machst jetzt dein Studium zu Ende. Lass mal die Kalkulation so durchziehen. Ich habe schon die Menschen gesehen, die Kinder haben nach dem Studium und Jahre danach. Weil es ist ja kein Einzelfall, es ja wiederholt sich. Und ich sehe die Folge. Die Gewissensbisse, die man sich als Mutter danach macht. Glauben Sie, sie sind krankmachend? Sehr krankmachend. Sagen, warum habe ich es nicht getan? Aber können Sie jetzt noch zurück in die Zeit? Ist ja das Gute an der Zeit, es ist eine Richtung. Ich kann immer nur in eine Richtung gehen. Es geht nicht von hier nach hier. Ja? Es geht nur von hier nach hier. So, deshalb muss ich schauen, dass ich den Zeitfaktor zur richtigen Zeit nutze, damit ich nicht in Aufholzeit kommen will. Nicht? Aufholen ist nicht sehr günstig. Lieber im Voraus ganz klar kalkulieren, welche sind die Regeln der Natur, so wie im Bauer. Was zählt? Wie muss es sein? Und dann erspare ich mich enorm, weil sie erspart sich ein Leben ohne Stress, wenn sie jetzt tut zu ihrer Zeit. Weil dann ist das Kind ausgeglichen. Das Kind sagt, oh, ich schätze meine Mama. Sie hat sich ihr Leben aufgegeben für meins. Glauben Sie, Kinder schätzen das? Ja? Hundertprozentig? Oh, ich denke, Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, wenn die Mutter wirklich ihr Leben sozusagen zur Seite tut, ihre Wünsche, weil für wen studiert die Mutter? Fürs Kind oder für sich? Also sie will ja selber was leisten im Leben, ist ja nicht falsch. Ja, ist gut, dass wir was tun, aber wir müssen schauen, dass wir nicht in Konflikt kommen mit dem anderen Leben, das in seiner Zeit ist. Weil dann wird das Studium, das, was etwas Gutes ist, plötzlich zu einer Plage für den anderen. So, deshalb muss ich schauen, dass ich den Zeitfaktor, und ich kann das nicht gut genug unterstreichen, alles, was wir sehen, ernten wir. Früher oder später. Aber ich denke, Kinder schätzen es, wenn sie sagen, na, Mama hat 10 Jahre des Studiums aufgegeben, hat sich um mich gekümmert, hat aus mir einen Menschen gemacht, hat mich erzogen, war da, hat mich geführt, gelenkt und jetzt geht sie studieren und kann ja, darf ihr Leben lang. Und das Kind geht seinen Weg. Das heißt nicht immer, dass es wirklich den guten Weg geht, weil der Mensch ist frei zu tun, was auch das Böse, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das Richtige tue zur richtigen Zeit, ist sehr groß, dass auch das Richtige im Kind herauskommt. Weil die Ausgeglichenheit kann man sich nicht kaufen. Die Intelligenz mag angeboren sein, aber sich selbst steuern zu können und wirklich fähig zu sein, in Krisensituationen zu kalkulieren, zu entscheiden, sich nicht bewegen zu lassen, das ist etwas, was man in der Kindheit lernt. Man kann es auch später mit Mühe lernen, aber es ist nicht das, wie wenn man es in der Kindheit tut. Weil dort werden im Gehirn durch die Einwirkung des Geistes die ganzen Bahnen gelenkt, die ganzen Gewohnheiten gemacht. Und dort ist es natürlich nachher, wenn man fängt mit 30 anzufangen, diese Bahnen zu verändern, weil man will jetzt anders denken, andere Gewohnheiten gewöhnen, dann dauert das seine Zeit. Es ist immer noch
teilweise möglich, aber es ist besser, wenn man alles zu seiner Zeit tut. So, man erspart sich dafür enorm seine Gewissensbisse und man erspart sich auch, dass man sagt, okay, ab 20 oder 15, 17 sage ich, mein Kind, ich habe dir alles beigebracht, was ich wusste. Abgehakt, jetzt kannst du tun, was du willst. Kannst essen, was du willst, kannst ins Bett gehen, wann du willst. Ich habe dir das beigebracht, jetzt bist du allein zuständig und ich habe meine Mutterrolle beendet. War doch schön, oder? Wie viele Mütter denken so? Ja, auch das ist ein Problem, dass wir die Dinge, die zeitlich begrenzt sind, als zeitlich unbegrenzt sehen wollen. Oder? Wir müssen wissen, Mutter sein ist eine begrenzte Zeit. Weil es ist eine Trainingszeit. Aber leider verwechselt man das Muttersein. Nicht nur die Mutter denkt, sie ist das Leben lang Mutter, sondern auch die Kinder denken, sie sind ein Leben lang Kinder in dem Sinne, dass sie sagen, sie brauchen die Mama. Ja, sie brauchen sie, um sie zu pflegen nachher, wenn sie nicht mehr kann. Aber sie brauchen die Mama nicht mehr, um sie zu erziehen. Aber Mutter will immer noch erziehen. Nicht? Sie will immer noch im Leben des Kindes eingreifen, obwohl das Kind ja jetzt selbstständig ist und sollte in der Zeit frei sein, es zu tun. So, ich denke, dieser Konflikt mit der Zeit hat viele, viele Aspekte. Ich habe versucht, diesen einen Aspekt zu zeigen, der Bindung an Geld oder an gewisse Ziele. Und ich denke, wir sollten die Zeit nicht binden an das, was andere tun, sondern nur an das binden, was ich tue. Ich sollte wissen, die Zeit gehört nicht mir, aber ich habe sie, um sie zu nutzen, um etwas zu tun, um etwas zu geben. Und ich sollte wissen, dass in der Zeit ich alles, was ich tue, auch eine Folge hat. Und diese Folge wird dementsprechend sein, wie ich die Zeit am besten genutzt habe. Also man muss ein wenig denken und die Dinge sehen, wie sie sind. Und eines der großen Faktoren, die unsere Menschheit kaputt macht, ist, dass wir die Zeit der Kindheit nicht schätzen, dass wir sie so einordnen, wie sie eingeordnet werden soll. Ich erzähle nur noch eine kleine Geschichte, war auch jetzt in diesen Tagen. Eine Mutter mit ihrer zweijährigen Jungen. Und der Junge hat seit einem Jahr ständig Schnupfen und Bronchitis. Und die Ohren sind jetzt auch noch zu, mit Paukenergüssen. Und die Mutter ist dabei, ein zweites Kind zu bekommen und kommt bald in Mutterschutz. Und dann habe ich gefragt, na ja, was ist mit dem Kind? Und dann sagt sie, ja, seit einem Jahr ist das Kind in der Kinderkrippe. Aber warum kriegt es in der Kinderkrippe seinen Schnupfen? Und dann sagte ich, schauen Sie, wenn Sie jetzt zu Hause sind im Mutterschutz, dann behalten Sie das Kind zu Hause. Oh, sagt sie, das kann ich nicht, weil ich verliere den Platz. Und die Ärzte haben gesagt, haben die Kinder in der Krippe ihren Schnupfen, dann haben sie es nicht mehr im Kindergarten. Und im Kindergarten müssen sie ja gehen. Also ist das ganz normal. Glauben Sie, diese Mutter hat es verstanden? Glauben Sie, macht absichtlich was Falsches? Nein. Es ist nur das, was ihr die Gesellschaft sagt. Das Kind hat dort eine Bezugsperson, alles ist gut. Wisst ihr, das geht nicht. Die Bezugsperson ist die Mama. Und es gibt keine andere. Ja, Mama ist nicht ersetzbar. Weil wir eine Liebesnot haben. Und weil sie nicht ersetzbar ist, können wir nicht mit der Natur spielen. Wir können uns nicht erlauben. Ja, jetzt hat dieses Kind ständig Schnupfen. Irgendwann mal wird es vielleicht operiert und die Paukendrainage bekommt und die Polypen werden entfernt. Aber was kommt in 10 Jahren? Was wird in 10 Jahren aus dem, was ich investiert habe, was ich getan habe? Im Leben eines Menschen.
Ich denke, das sollten wir kalkulieren und sollten wissen, es ist nicht zu spielen. Mich hat die Natur das Fürchten gelernt und die Gesetzmäßigkeit, die darin steckt. Und sie ist an Zeit gebunden. Und wir ersparen uns enorm viel Stress, wenn wir Dinge tun, zu der Zeit, wenn wir sie tun müssen. Und uns nicht mehr von den anderen Dingen ablenken lassen, sondern in der Zeit drin bleiben. So, damit hätten wir schon eine Menge Dinge und Faktoren aus unserem Leben eliminiert, die uns Schwierigkeiten und Krankheiten machen könnten. Aber es sind nicht die schwierigsten. Unser Problem mit der Zeit ist nicht das Schwierigste. Also der Stress, der Druck, den wir verspüren im Körper, der ist negativ, aber er macht nicht so sehr krank. Wir werden morgen Abend und übermorgen Abend sehen, dass die anderen Dinge viel schlimmer sind als nur das Zeitproblem. Aber ich versuche halt Stress und Zeit irgendwie in Einklang zu bringen. Und sicherlich ist das nicht komplett. Man kann in einer Stunde nicht alle Aspekte der Zeit sehen. Aber wenn wir so viel verstehen können, dann wäre das doch ganz gut. Und dann werden wir morgen Abend über das Thema Angst sprechen. Das ist eines der Themen, die, was glaubt ihr, ist Angst etwas Zunehmendes? Ich sage euch, Angst und Angstkrankheiten, sie sprießen aus wie die Pilze oder wie das Unkraut. Eines der großen Fälle. Vor ein paar Jahren, wo ich noch in meiner Praxis war, war das der Schmerz. Und Schmerzen sind furchtbar und schlimm. Aber ich habe den Eindruck, jetzt die Angst ist fast da, um die Schmerzwelle zu überholen. Weil die Ängste, die es heute gibt und die Angststörungen sind enorm viele. Und die Psychiater lernen enorm viel. Das heißt, Psychiater sind gesucht. Ja, so jeder Mediziner, der Psychiater werden will, hat die beste Stellemöglichkeit. Er kann sich aussuchen, wo er arbeitet. Aber es ist auch ein harter Stress. Ich hatte diese Tage eine junge Frau, die ist 18 und sie hat ein Praktikum dort gemacht, in der Psychiatrie, auf einer Station bei Jugendlichen, die alt war zwischen 12 und 20, das heißt ihr eigenes Alter. Das Mädchen ist sehr krank geworden, körperlich. Und aber sie hat es dann durchgezogen. Aber sie sagte mir, und es gibt auch die Station, die unter 12, mit psychiatrischen Kindern. Und diese Stationen wachsen. Ja, sie werden mehr. So, das heißt, wir müssen wissen, okay, irgendetwas läuft schief. Warum haben wir die Panik? Warum haben wir die Angst? Woher kommt sie? Und morgen Abend wollen wir in das Thema einsteigen.